Alles klar, Klassik. Das Thema. Mit Axel Brüggemann. Professor Schoppmann, der beste Krebschirurg, den es hier gibt, hat mir noch am Tag vorher gesagt, machen Sie so alles, dass Sie damit rechnen, dass Sie nicht wiederkommen. Das heißt, allen sagen, wo liegt das, wo ist der Schlüssel zum Auto und so, also so Banalitäten. Das habe ich alles brav gemacht. Wissen Sie, vollkommen emotionslos habe ich das gemacht. Als er mir gesagt hat, ich sage Ihnen offen, Sie müssen damit rechnen, dass das also anders ausgeht, als wir hoffen, stand ich an dem Fenster und habe über Wien geblickt und den Wienerwald, ich bin ja hier geboren und aufgewachsen, und habe so ein Selbstgespräch geführt und habe gesagt, mein Gott, ist das schön. Ich habe euch, die Stadt, viele Jahre gesehen und vielleicht ist es jetzt das letzte Mal, dass ich das sehe, aber eigentlich war es ganz schön. Ja, ihr hört es schon. Heute geht es bei uns um die ganz großen Themen hier bei Alles klar Klassik, dem Podcast des Lismoon-Centers der Bertelsmann Stiftung. Das war der Dirigent Roberto Paternostro. Schüler von Herbert von Karajan, Generalmusikdirektor war er am Staatstheater in Kassel, Musikdirektor des Israel Chamber Orchestra. Er hat alle großen Orchester dirigiert, NHK, WDR, NDR, die Wiener Symphoniker, das Bruckner Orchester, das DSO und. Er ist ein Wagner-Experte, ein Brahms-Experte. Bei Roberto Paternostro wurde vor einiger Zeit ernsthaft Krebs diagnostiziert. Ein Umstand, der sein Leben grundsätzlich verändert hat. Roberto Paternostro musste sich operieren lassen, lag auf der Intensivstation und kämpft seitdem um sein Leben. Ich habe mich immer wieder mit ihm ausgetauscht, getroffen, telefoniert und teilgenommen an seinem Weg. Und er selber hatte die Idee, wollen wir nicht einmal über das Sterben sprechen? Wollen wir nicht einmal über die Bedeutung der Musik im Sterben sprechen? Und darüber, wie sich der Blick eines Menschen auf die Kunst verändert im Angesicht des Todes? Ich fand das eine großartige Idee und habe Roberto Paternostro besucht zu Hause bei ihm in seiner Wohnung in Wien. Ihr hört heute ein ausführliches Gespräch mit ihm eben um diese Themen. Geteilt wird es in der Mitte durch ein anderes Gespräch, das ich mit Hermann Reigberg geführt habe. Er ist Theologe und Pflegewirt und geschäftsführender Akademieleiter an der Klinik und Poliklinik für Palliativmedizin in München. Herr Reigberg ist auf der einen Seite Opernenthusiast und auf der anderen Seite begleitet er eben Menschen im Sterben. Auch mit ihm habe ich darüber gesprochen, welche Bedeutung denn die Musik beim Sterbeprozess hat, welche Bedeutung sie für die Sterbenden selbst hat und natürlich auch für die Hinterbliebenen. Jetzt aber geht es erst einmal los mit meinem Gespräch mit Roberto Paternostro. Gedanken über die Tiefe der Kunst und die Endlichkeit des menschlichen Daseins. Ja, meine erste Frage ist natürlich ganz klar, wie geht es Ihnen denn jetzt, Herr Paternostro? Gott sei Dank geht es mir besser. Es war eine schwere Zeit und es war ein Auf und Ab die ganzen letzten Monate. Ich hatte vergangenes Jahr zwei sehr, sehr unangenehme Operationen und eine Bestrahlung. Ich meine, bei dieser Krankheit sitzt man halt immer auf Nadeln und ich hatte erst wieder vor zwei Tagen eine Kontrolluntersuchung. Und man geht dorthin, eigentlich geht man dorthin, wie wenn man seinen ersten Tristan irgendwo dirigiert. Nein, noch aufgeregter, weil man ja nicht weiß, weil was es wirklich dabei, um was geht. Auch. Weil es wirklich um was geht. Es geht beim Tristan auch um was, aber es geht dort wirklich um etwas. Ihr ganzes Leben lang haben Sie sich mit Werken auseinandergesetzt, die uns die Welt erklären sollen, die uns die Liebe erklären sollen, die uns aber auch den Tod erklären sollen. Parsifal ist das große nächste Ziel von Ihnen. Diese Oper um Leiden, um den Leidensweg, um die Erlösung im Tod bei Wagner ja immer, egal ob Tristan und Isolde, ob Parsifal, ob Senta. Dann kommt irgendwann diese Diagnose und irgendein Arzt sagt Ihnen, es sieht wirklich nicht so gut aus, es ist ernst. Hilft einem da all das Wissen, was man in der Oper angesammelt hat, oder ist das plötzlich vollkommen egal? Ich kann mich noch sehr gut erinnern, vor 3 Jahren an den Tag der Diagnose. Das war hier in Wien in der Universitätsklinik. Ich war schockiert, ich war wie gelähmt.
meine Kinder, die dort arbeiten als Ärzte, haben mich betreut und sind mit mir nach Hause gegangen. Also ich war wie gelähmt. Also das war, dachte ich so. Und dann beginnt man sich langsam zu fassen und ich bin eigentlich jemand, der immer dann schnell wissen will, wie es losgeht. Also was machen wir jetzt? Was tun wir? Ich neige bei Unangenehmen. Wissen Sie, was ich nicht gern habe, sind so Wartepositionen. Klar. Warten wir mal, schauen wir mal. Ich sage Ihnen was ganz ehrlich. In dem Moment hilft die Musik nicht. Und das ist schrecklich. Und ich habe auch ich habe Leute gesagt, das kannst du nicht sagen, das darfst du nicht sagen, du darfst die Musik nicht runter. Die Musik hilft wahnsinnig und ich bin jetzt wieder voll drauf. Aber sie sind in Schockstarre und es hilft nicht. Sie können nicht, wenn sie so etwas im Kopf haben und diese Diagnose haben, sich hinsetzen und eine Mozart-Sonate am Klavier spielen. Oder also ich kann es nicht. Es gibt Leute, wie Sie wissen, ich war mit dem Lars Vogt sehr befreundet und wir haben uns auch ausgetauscht. Klavierspieler, der auch relativ der schnell... Der ganz tolle Pianist, Pianist. Und er hatte dieselbe Erkrankung wie ich und daher haben wir uns besonders viel ausgetauscht. Ich weiß nicht, wie er es gehandhabt hat, das ist auch egal. Aber mir hat es im Moment überhaupt nicht geholfen. Ganz im Gegenteil, ich habe mich davon ab. Ich war total isoliert. Und ich kann mich auch erinnern nach meinen ganz unguten, also die erste schwere Operation, lag ich in der Intensivstation. Und da ging mir Musik durch den Kopf. Und zwar immer nur ein Thema, das Hornthema am Schluss der C-Dur-Messe von Beethoven. Warum mir das durchdenkt, das ist dieses Donna Nobis Pace, das ging mir durch den Kopf die ganze Zeit. Aber das war meine einzige Begegnung mit Musik in den ersten, möchte fast sagen Wochen, übrigens Monaten. Sie sind ja auch von dieser, der Körper verträgt das nicht, Sie sind auch von dieser Chemotherapie, die ja vor der Operation ist, so zerstört letzten Endes, wenn diese Zyklen dann immer in diesen 10-Tages-Abständen kommen, dass sie eigentlich nur liegen und schauen, dass sie irgendwie, sie haben dieses Fatigue-Syndrom und so. Es ist also. Hat das Ihren Blick auf die Musik verändert? Weil wir denken ja erstmal, dass wir durch Musik Erkenntnis schaffen, oder? Ja. Also, dass Musik uns in allen Lebenslagen, heißt das ja immer, hilft. Musik ist die Lösung zu allem oder auf jeden Fall die Möglichkeit zu reflektieren und vielleicht über sich selbst hinaus zu denken, größer zu denken als der Mensch ist, in die Unendlichkeit zu denken, in den Himmel zu denken, über das nach dem Tod nachzudenken. Und dann sagen sie aber plötzlich kommt so eine Diagnose und es ist absolute Stille. Hat das Ihr Bild für die Bedeutung von Musik verändert nachhaltig? Ja, Sie sprechen auf die Transzendenz an oder auf diese Bedeutung, die in der Musik steckt. Als ich dann wieder begonnen habe, musikalisch zu denken und mir gesagt habe, und ich weiß noch genau, als es mir dann besser ging nach der Operation und ich hier zu Hause war, konnte nicht schlafen, bin um nachts um 3 Uhr aufgestanden. Übrigens tue ich das heute noch, bin heute auch um 3 Uhr aufgestanden. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich spiele dann schon um 5 Uhr früh Klavier, zur Freude meiner Nachbarn. Aber da spielt die Musik dann doch eine Rolle. Aber jetzt geht's ja. Aber ich bin dann um 3 Uhr nachts aufgestanden und habe mich hingesetzt und habe irgendwelche, Beethoven-Cello-Sonaten gehört. Wunderbare Aufnahmen gibt's mit dem Gulda und mit dem Fournier und Rostropowitsch und so. Und da begann das langsam wieder. Und dann jetzt, wo ich mich wirklich wieder beginne, mit Stücken zu befassen, eben Bruckner, Wagner und auch andere Sachen, die jetzt kommen und die ich oft gemacht habe, mein ganzes Leben lang. Und plötzlich denkt man, was habe ich die ganzen Jahre lang eigentlich gemacht und habe ich das überhaupt verstanden? Und es lässt sich schlecht in Worte fassen, aber es kommt natürlich irgendein Aspekt dazu, der einen unglaublich berührt. Also gerade bei Stücken, die Sie angesprochen haben, wie jetzt den Parsifal nicht, aber bei Bruckner zum Beispiel und so. Es kommt etwas dazu, was früher nicht da war. Und woher das kommt? Was ist das? Kann man das beschreiben? Trost? Wissen Sie, um es sehr einfach zu sagen, vielleicht ist es gar nicht so einfach. Die Freude, dass es das gibt und dass das nicht selbstverständlich ist, weil man gemerkt hat, wie schnell man das verlieren kann. Die,
die fünfte Bruckner, oder dass es solche Werke gibt, dass es solche Menschen gibt, die sowas geschaffen haben, solche Phänomene. Man hat es so wie ein Glas Wasser, so als selbstverständlich gemacht. Ein bisschen wie die Natur auch selbst. Also, ja, dass man anders, also im Alter dass man anders auf Natur guckt und sich mehr freut. Das ist wie mit der Natur, das ist ganz toll, dass Sie das sagen. Wie ich dann begonnen habe, die ersten Spaziergänge wieder zu machen und hier in der Gegend, wo ich wohne und wo ich aufgewachsen bin, wirklich jeden Baum kenne, habe ich plötzlich einen Baum gesehen zum ersten Mal und habe mich gefreut und gedacht, das gibt's nicht, das. Die schaut ja diesen Baum an. Früher bin ich da vorbeigerannt wie ein, wissen Sie, was ich meine, so ein Beruf, nicht mal gewusst, dass da ein Baum steht. Und so ähnlich geht's mir mit den Stücken. Kommen wir nochmal von dieser Welt davor, also die kenne ich jetzt ja auch, also bevor es existenziell wird. Ich habe den Eindruck, meine Beschäftigung mit klassischer Musik und mit solchen Werken, also ich bin nicht gläubig, muss ich sagen. Ich glaube nicht an eine Welt nach dem Tod. Ich glaube daran, dass wir hier sind und dann ist das irgendwann zu Ende. Und Musik ist für mich, und gerade Musik, die dann mit dem Tod zu tun hat, ist für mich in erster Linie eine Art Trost für das Sterben und gar kein Trost für die Welt, die vielleicht dann doch ja nach dem Sterben kommt. Also für mich ist sozusagen Musik eine Art Hoffnung auf Begleitung, also auf ein Hinübergleiten. Wie hat sich Ihr Verhältnis zum Thema Tod verändert? Ich weiß, Sie sind natürlich jüdischen Glaubens, aber ich weiß nicht, Sie praktizieren, glaube ich, gar nicht richtig. Glauben Sie an irgendwas nach dem Sterben? Nein, das fällt mir sehr schwer zu sagen. Nein, und ich beneide jeden, der Glauben kam. Mhm. Und ich denke mir gerade, und das war eine Welt, die ich nicht gekannt habe vorher, die Welt der Krankenhäuser, Gott sei Dank. Ja. Und die Welt der Onkologie, das habe ich nicht gekannt. Ich wusste, ich habe keine Ahnung gehabt. Das waren immer die anderen, ja. Waren die anderen und ich habe damit nichts zu tun gehabt. Ich glaube, ich war auf der Universitätsklinik in Wien einmal in meinem Leben davor, ja Gott sei Dank. Jetzt bin ich da einmal die Woche da. Mhm. Aber wenn man das da sieht, was sich da abspielt, und ich weiß noch, weil Sie sagen, ich lag in einem sogenannten Aufwachraum, also in der Intensivstation, und habe um mich, also man ist ja zugedröhnt, nicht? Man ist ja so halb. Klar. Aber um mich waren auch andere Patienten, die dort betreut wurden. Und da war ein Gestöhne und Geächtze und es gibt dann übrigens ein tolles Stück von, was ich sehr liebe, Francesca da Rimini von Tchaikovsky, da wird ja das auch, dieser Höllengeist von Dante beschrieben. Und ich dachte wirklich, das ist das, was der Dante beschrieben hat. Vielleicht ist das so eine Art Höllengeist. Und ich bin damit plötzlich konfrontiert worden, mit der Endlichkeit. Und ich habe mir gedacht, was haben wir getan? Oder was habe ich getan? Oder was hat der Mensch neben mir getan, dass der jetzt hier da so liegt und so? Dazu glauben fällt mir schwer und auch aus meiner, ich bin also nicht gläubig, aber auch aus meiner Familiengeschichte. Ich meine, 90%, meine Mutter, die noch lebt, die 87 Jahre, leidet heute noch und je älter sie wird, desto mehr leidet sie an ihren Kindheitstraumata von Abholungen durch die Gestapo ihrer Tante und ihrer Großeltern nach Theresienstadt und so weiter. Da fällt es mir schwer zu glauben. Also es fällt mir schwer, aber ich beneide jeden, der es kann. Ich beneide Anton Bruckner. Ich wollte gerade sagen, wir gehen doch jeden Tag damit um. Jetzt ist Bruckner ja, mit dem Sie sich sehr viel auseinandergesetzt haben, Wagner, mit dem Sie sich sehr viel auseinandergesetzt haben. Die behaupten doch, jemand wie Bach, selbst jemand wie Mozart, behaupten doch in ihrer Musik, dass da noch was kommt. Wenn wir die heute interpretieren, wenn Sie die heute interpretieren, geht es da noch drum oder übersetzt man dann diese Ewigkeitsgedanken in der Musik? Oder ist die Musik vielleicht selbst die Ewigkeit? Oder um's philosophisch zu sagen, ist vielleicht die Liebe dann das Ewige, worum es da geht? Sie haben vorher gesagt, bei Wagner geht es immer um den Tod und die Erlösung durch den Tod. Ja, das bessere Leben. Also Aber vor dem Tod kommt immer die Liebe. Mhm. Denken Sie daran. Die wird nie erfüllt. Ist nicht erfüllt. Aber ob es bei der Isolde ist, ob es bei der Senta ist, ob es bei der Elisabeth ist und so, es kommt immer, oder Brünnhilde in andere, es kommt immer
immer, nur in den Meistersingern geht es ein bisschen anders ja. aus, aber es geht immer um die, es geht immer um die Liebe und dann den Tod. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob Wagner gläubig war. Mozart war sicher gläubig, Bruckner braucht man nicht ja. diskutieren. Wen haben Sie noch erwähnt? Bach, na gut, klar. Bei Wagner bin ich nicht sicher. Also um das jetzt, das weiß ich nicht. Das verdenken Sie, er hat doch schon viel rumgetan mit Schopenhauer und Feuerbach. Ja, wir müssen das doch dann übersetzen. Also wir glauben ja an die Musik. Wir glauben ja an Bruckners Musik, oder? Wir glauben schon an Bachs Musik, oder? Wir glauben nur nicht an den Glauben. Also wie übersetzen wir das denn dann? Also wie übersetzen wir dieses Versprechen, was die uns für nach dem Tod in ihrer Musik geben, in unsere Welt? Sie haben einen anderen Gedanken vorher geäußert. Sie haben gesagt, vielleicht eine Begleitung. Ja. Wenn es einmal ja. soweit ist. Ja. Ich weiß es nicht, wie man sich diese Begleitung vorstellt. Ich meine, die Musik hat eine unglaubliche Perspektive in sich. Wenn Sie Stücke hören oder wie den Eingangschor der Matthäus-Passion mhm. oder so irgendwas Ungeheures, mhm. das hat eine Perspektive, die sich aber schlecht beschreiben lässt. Das ist ja das Problem und da bin ich, je älter ich werde, desto mehr komme ich drauf, Musik lässt sich nicht beschreiben. Also auch wenn Sie sagen, wie ist das Gefühl, dass nach dem, was Sie jetzt erlebt haben, wenn Sie wieder vor einer Mozart-Symphonie stehen, es ist ein anderes Gefühl, aber wie es ist, weiß ich nicht. Es ist eine Freude, dass es das gibt und übrigens auch eine Freude, dass ich es wieder erleben darf. Das ist so eine Dankbarkeit. Diese in der Stunde des, wenn es einmal so weit ist, ich weiß nicht, ob Ihnen dann, ich weiß es nicht. Es gibt ja Erzählungen oder Berichte, auch von Ärzten übrigens, die sagen, selbst tiefgläubige Menschen, die es ja noch gibt, Gott sei Dank heute, sind in der Stunde des Todes gar nicht mehr so davon überzeugt. Es gibt, glaube ich, auch die andere Erzählung, ne? Dass selbst Ungläubige in der Stunde, wenn es soweit ist, zu Gläubigen werden. Ja? Also keine Ahnung, also das wissen wir alle nicht. Aber was mich interessiert, ist eigentlich diese Rolle der Kunst und ihr Versprechen, dass wir von ihr lernen können, nicht nur fürs Leben, sondern auch fürs Sterben. Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt mit Ihnen rede, ist es eigentlich ernüchternd und es ist eher... Sie lehrt uns ihre Schönheit an sich. Das Versprechen, wie Bach sich den Himmel vorgestellt hat oder wie Michelangelo sich den vorgestellt hat oder wie sich Donatello den vorgestellt hat oder wie Mozart sich den vorgestellt hat, sind eigentlich nur Erfindungen. Erstmal tut es mir leid, dass ich Sie ernüchtert habe, das wollte ich nicht. Nein, das ist sehr gut. Das war ist auch eine Lehre. Sicher nicht meine Absicht und wahrscheinlich warst du drastisch ausgedrückt. Ich bin in keiner Weise ernüchtert. Und wenn ich mich jetzt wieder sehr, sehr viel mit Musik beschäftige, dann sind Momente der tiefen Ergriffenheit und der tiefen, eigentlich das Wort Ergriffenheit ist schon richtig, das, was Sie auch, der tiefen Emotionalität, Ergriffenheit über die Schönheit, über die Aussagekraft, über die Stärke und über das, was hier gesagt wird, in Tönen gesagt wird, uns mitgeteilt wird. Jeder auf seine andere Weise. Ich weiß nur nicht, ob es, das klingt sehr nüchtern, und vielleicht ist auch das ein Teil dieser Erfahrungen der letzten Jahre, ob das Wunschvorstellungen sind, nicht? Ob der Bruckner, wenn er seine sogenannten Himmelsleitern komponiert hat, diese aufsteigenden Dinge, oder die Choräle da reingebracht hat, das beginnt ja schon ganz früh mit diesen Chorälen bis hin in der neunten. Na, bei Locus Este fühlen wir uns doch tatsächlich schon im Himmel eigentlich, oder? Natürlich, ja, wir fühlen uns auch im Himmel, wenn in der fünften Symphonie am Schluss dieser Wahnsinnschoral ja, dann genau. noch einmal kommt. Ja, also und so. Wir kennen den Himmel aus der Musik eigentlich besser als... Richtig, aber das ist sein Himmel. Das ist sein Himmel. Und ich weiß nicht, und das wird jetzt wahrscheinlich auch psychoanalytisch werden, ich weiß nicht, ob das jetzt die Wunschvorstellung ist, bitte lass es so sein, wie ich es komponiere. Also das Herbeikomponieren, das Herbeiflehen durch diese Sachen, oder ob es eine tiefe Verwurzelung war. Ich bin überzeugt, wahrscheinlich bei Bruckner und bei Bach, um die beiden zu nennen, war es eine tiefe Verwurzelung. Ich glaube, gläubigen Menschen fällt es leichter, diese Sachen anzuerkennen und auch wahrzunehmen. Aber wissen Sie, jetzt sage ich Ihnen was anderes, muss man denn darüber hinausdenken, ist nicht alleine die Schönheit und die Ergriffenheit schon etwas, das einen
das einem schon irgendwie ein bisschen Kraft und Lebensfreude gibt. Ich weiß gar nicht. Es ist einfach ein Beweis auch der Größe des menschlichen Könnens. Ja? Also das finde ich dann ja vielleicht auch das über sich selbst hinausweisen, nicht im Tod, sondern über die Größe des Unbewussten vielleicht. Ja? Also wir erleben in Kunst ja etwas, sagen wir immer, das größer ist als wir selbst. Und dieses Erleben vielleicht, das ist das Gleiche wie mit der Natur dann. Ja? Also etwas unerklärlich. Und das, was Sie jetzt beschreiben, auch mit der Natur oder was aus uns herauskommt, es ist unerklärlich. Und ich denke mir oft, wie konnte jemand wie Mozart, es steht da drüben die Mozart-Gesamtausgabe im Bernreiter Verlag, das habe ich mir vor vielen Jahren mal gegönnt und da kamen dann große Kisten von der Spedition. Das sind, ich weiß nicht, wie viele Bände, das ist so. Ja. Der Mensch hat das in 36 Jahren geschrieben und jetzt müssen Sie sich nur mal, das habe ich mir überlegt, auch wenn ich so gelegen bin, Nächte und so, das müssen Sie abschreiben. Da kommen Sie mit unser gemeinsames Leben, und ich hoffe, wir werden beide sehr alt, kommen wir nicht hin, wenn wir uns heute hinsetzen und Sie und ich schreiben ab heute ab, werden wir nicht fertig. Der hat das noch erfunden. Nein, das sind ja nicht irgendwelche Noten, das ist ja auch noch ziemlich gute also, Musik. Das ist ja irrsinnig. Oder wenn sich das Autograph, es hängt ja ein Faksimile von der Lohngrin-Partitur, wo Wagner darüber gesagt hat, das ist seine schönste, also geschriebene Partitur, nämlich Schrift, also im Schreibvorgang. Für den Parsifal. Ja. Auch Parsifal gibt es auch ein schönes Faksimile jetzt mittlerweile. Aber das müssen Sie erfinden und ich frage mich oft, was ist im menschlichen Geist vorhanden oder was bewegt so ein Genie dazu oder was passiert da, dass sich der hinsetzt und diese Ideen hat? Ja. Der Wagner hat mit, weiß ich nicht, irgendwann mit 25 den Parsifal im Kopf gehabt und 50 Jahre später hat er ihn gemacht. Ich meine, dass diese, ich rede jetzt gar nicht vom Ring, wie lange er dann, wo er die Noten mitgeschleppt hat in sämtlichen Exilen und sowas. Denn selbst bei kurzen Leben funktioniert es, wie Sie gesagt haben, ne? Bei Mozart, bei Schubert, das ist ja Wahnsinn. Schubert, lieber Gott, wenn ich das überlege. Ich meine, ich habe das Glück, dass wir jetzt in Wien... Nicht mehr da. Wir haben schon drei Leben von Schubert gelebt und nicht der von dem geschafft, was der geschafft hat. Ich habe auch immer das Gedankenspiel, wenn Bruckner im Alter von Schubert oder Mozart gestorben wäre, würden wir von ihm nicht eine Note haben, bis auf irgendwas, was Windhager Messe. Vielleicht ist das dann tatsächlich schon vorbestimmt. Ja, vielleicht ist das vorbestimmt. Ja, ich spreche auch den Glauben nicht ab. Ich bin eher Agnostiker. Ich lasse mich überraschen. Aber ich finde auch, was Sie gesagt haben, vielleicht, also was wir da kennenlernen, ist der Himmel, wie ihn sich Bach vorgestellt hat, wie ihn sich Mozart vorgestellt hat, wie ihn sich Bruckner vorgestellt hat. Das ist ja genau das Gleiche wie der Himmel, den wir auf Bildern sehen, wo die Engel mit Harfe sitzen. Richtig. Da sind wir ziemlich sicher, das wird es nicht sein. Ja? Na, ziemlich sicher. Wir vermuten. Wenn ich dann nach dem Tod tatsächlich der Harfe spielende Engel sehe, dann staune ich aber, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Aber tatsächlich interessant finde ich auch, was Sie sagen, dass man im Angesicht des Todes schon dann merkt, was man im Leben hat und wie ergreifend ja die Größe des Lebens ist. Und mir fällt da ein, jemand wie Claudio Abbado, als der dieses Verdi-Requiem noch einmal dirigiert hat in der Philharmonie in Berlin. Gibt es auch, wenn ihr es angucken wollt, auf YouTube mit Giorgio, glaube ich, und Alagna. Ja. Und dieser wirklich leidensgezeichnete Dirigent, Wahnsinn. Nicht, also körperlich so krank ist und trotzdem voller Leben ist und dann dieses Dies Irae kommt, und Sie denken wirklich, da fällt jetzt die Philharmonie auseinander. Das sind schon Momente, wo ich denke, da ist schon vorher was passiert. Also da ist auch vorher was mit dem Menschen passiert. Natürlich muss was passiert sein. Ich habe den Abbado nicht gut gekannt. Ich kenne den wir hatten alle zeitversetzt denselben Lehrer, den großen Hans Swarovski in Wien. Abbado und Meta und so weiter. Und mit dem Abbado habe ich so ein bisschen, mit dem Meta viel mehr durch meine israelische Tätigkeit und so. Aber den Abbado habe ich noch in Wien gesehen, in einem seiner allerletzten Konzerte mit dem Orchestra Mozart oder was, Mahler Chamber im Musikverein, bin nachher zu ihm. Das war erschreckend, Aber ich meine, wissen Sie, damals hat es mich erschreckt, heute, nachdem ich die Onkologie
gesehen habe, was dort Leute sind. Also ich habe dort Menschen gesehen, das glauben sie nicht, mit halben Gesichtern und so. Das ist erschreckend. Aber da kommt auch etwas dazu, das kann man vielleicht nicht so vergleichen, aber ich meine, ich habe das bei dem Karajan erlebt. Das war schon am Schluss ein sehr kranker und sehr leidender, ich will nicht sagen verbitterter, aber leidender Mann. Aber wann der ans Pult gegangen ist, und die letzte, ich weiß das, zum Beispiel beim berühmten Neujahrskonzert, ja, das ist das Einzige, das er dirigiert hat, wann er ans Pult gegangen ist, ich glaube, der hatte vorher eine Nacht, die wir alle nicht haben wollen. Und der ist dann hingegangen, hat das gemacht, aber da kommt dann schon auch etwas dazu, was eben auch unbeschreiblich ist. Wissen Sie, ich habe in den letzten Tagen oder letzten Wochen, es gibt, weiß nicht, ob Sie den Namen gehört haben, Sie kommen ja eher aus dem Norden, es gibt einen ganz tollen Musikerneurologen, also der ist eigentlich Arzt, aber hat sich, das ist der Professor Altenmüller in Hannover, Professor Eckhard Altenmüller. Das ist ein ganz, seit 30, 40 Jahren ein ganz, ganz toller Mann, der sich mit Neurologie und Musik beschäftigt. Und ich bin mit dem jetzt in Kontakt und wir tauschen uns aus, weil ich von ihm Sachen gehört habe, die mich fasziniert haben. Er sagt auch etwas Spannendes und das wissen wir auch in dem Moment, Karajan oder Abado oder andere, in dem Moment, wo sie etwas machen, was sie voll in Anspruch nimmt, vergessen sie den Schmerz. Mhm. Und sie kennen das von sich, ich weiß nicht. Ja, man sagt ja, wenn man singt, kann man nicht parallel Angst haben. Ja? Ja, aber sie vergessen den Schmerz. Also ich kann mich erinnern, als ich, das ist pervers, aber als ich meinen ersten Ring einmal dirigiert habe, vor vielen Jahren, am Staatstheater in Kassel, konnte ich wirklich nach den Vorstellungen teilweise den Arm nicht mehr bewegen. Mhm. Aber während der Arbeit habe ich es vergessen. Mhm. Ja, soweit erst einmal Roberto Paternostro, der Dirigent. Um das ganze Thema, um das Sterben und die Musik aus einer anderen Perspektive, aus der Praxis vielleicht zu betrachten, habe ich mir gedacht, ist es ganz klug, mit jemandem zu reden, der auf der einen Seite Opernenthusiast ist, auf der anderen Seite tagtäglich qua Job mit Sterbenden zu tun hat. Und das ist Hermann Reikber. Er ist Diplomtheologe und Diplompflegewirt und geschäftsführender Akademieleiter in der Klinik und an der Poliklinik für Palliativmedizin in München-Großhadern. Herr Reikber, schön, dass Sie Zeit haben. Herzlich willkommen. Ja, hallo Herr Brüggemann. Ich freue mich über unser Gespräch, über das Thema, das in mir schon länger so vor sich geht. Und vielleicht kann ich da ein bisschen was von meinen Gedanken weitergeben. Davon gehe ich aus. Deshalb haben wir Sie angerufen. Und tatsächlich ist das ja ein Thema, ich glaube, das haben viele so, tragen das mit sich. Aber das ist ja auch kein Thema, wo man in einer Abendgesellschaft mal lustig drüber plaudert. Sie haben aber tagtäglich mit Menschen zu tun, die mit dem Sterben konfrontiert sind. Welche Rolle spielt denn Musik in Ihrem Alltag auf einer Palliativstation? Ist das eine wichtige Größe? Also das ist unterschiedlich. Es ist so, dass ich habe eben fast 10 Jahre in einem Hospiz gearbeitet und bin jetzt überwiegend im Unterricht tätig, aber mit Menschen, die täglich auf einer Palliativstation oder im Hospiz sind oder Menschen zu Hause betreuen. Und die Einrichtung, die Weiterbildungseinrichtung, in der ich arbeite, die ist direkt Stockwerk unterhalb der Palliativstation. Das heißt, ich bin in diesem Fluidum drin. Mhm. Das Thema Musik, das ist unterschiedlich. Also es gab oder gibt immer wieder auch mal Besuche von Live Music Now. Das ist diese Stiftung, die auf Yehudi Menuhin zurückgeht und die Menschen in besonderen Lebenssituationen einfach Musik geben will. Und da ist für mich so eine Begegnung sehr eindrücklich gewesen. Es gibt gab eine Formation, die heißt Passione Amorosa, wo 4 Kontrabassisten gekommen sind. Okay. Und da hatten wir eine Patientin, die extrem schwerhörig war. Und da haben wir gedacht, okay, für die ist das was. Und dann haben sich die Kontrabassisten am Bett dieser Frau aufgestellt und haben was gespielt. Und das hat sie tatsächlich gehört. Wo der Klang physisch wird wahrscheinlich auch. Genau, hat das kleine Zimmer, das 12 Quadratmeter Zimmer wirklich vibriert und die Frau hat was gehört. Mhm. Und das war dann ganz lustig, weil die war von der Insel Usedom und hat sich dann ein Lied aus ihrer Heimat gewünscht, das natürlich die Kontrabassisten nicht spontan spielen konnte. Und dann hat sie noch gesagt, okay, dann noch was anderes. Und das war auch ein Titel, den die nicht gekannt haben, auch ein Volkslied. Okay. Und dann hat sie gesagt,
Also wenn Sie das nächste Mal kommen, dann schauen Sie mal nach, was die Patienten hören wollen. Das wäre ganz gut. Ja, aber das sagt ja viel, ne? Also man weiß das so von Alzheimer-Patienten oder sowas. Musik, ist das so auch Ihre Erfahrung, dass am Ende des Lebens sozusagen die Erinnerung in Musik wieder da ist? Also man hat es ja mit Gerüchen zum Beispiel, ne? Also Gerüche das sind ist sowas. Noch nachhaltiger. Und das kann man, das wird im Hospizbereich, ich nenne es jetzt mal alles so, kultiviert, dass man sagt, okay, also man hört entweder Aromawühle, selbst bei Leuten, die wenig essen, dass man dann im Zimmer irgendwas kocht oder auch reinträgt, damit der Mensch mit der Nase was hat und vielleicht manchmal auch so ein bisschen hinleckt. Also diese Stammhirnsinne, da gehört ja das Gehör auch dazu. Es gibt ja auch Leute, die sagen, also das Gehör ist quasi wirklich der letzte Sinneseindruck, der abstirbt. Sie sind ja, wenn ich das so sagen darf, eigentlich ein Opernfreak. Was sind wir, wenn wir uns mit der Oper beschäftigen? Mit Mimi, die stirbt, mit La Gioconda, die stirbt, mit Tristan und Isolde, die überhaupt nur im Tod leben können. Sind wir da besser im Sterben? Macht uns das klüger am Ende oder ist das eigentlich total egal? Also das ist, die Kausalität ist schwer herzustellen. Also das ist, ich würde mal sagen, wenn die Darstellung des Sterbens oder von Todeserfahrungen in der Musik kommt und es gibt vielleicht jemand, mit dem man in der Aufführung war oder mit dem man über Musik redet, so wie ich das habe mit einigen Freundinnen und Freunden, dann ist es gut zu sagen, ja okay, also wir können über die musikalische Seite reden, aber wir können auch über das Sterben reden. Und also so auch als schon sehr intimer Punkt in einer Freundschaft oder in einem Gespräch über Kunst. Und da kann man es dann eben nicht abstrahieren und sagen, also das hat jetzt da mit mir gar nichts zu tun. Eben haben Sie einen Satz gesagt, die Todeserfahrung in der Musik, also die ist ja tatsächlich komplett unterschiedlich. Ja? Also die wird ja auch unterschiedlich erzählt. Also es ist die Angst, das ist das Rübergleiten, es ist die letzte Freude, es ist... Es ist das Opfer, das ist ja bei Traviata, das ist das große Thema, das ist ja eigentlich die zentrale Szene, also die Violetta und der Vater Germain. Und da kommt immer e grandil sacrificio und das ist die eigentliche Todeserfahrung, dass Mimia sagt, okay, also Violetta sagt, okay, ich opfere mich. Ich kann eigentlich in dieser bürgerlichen Gesellschaft nicht leben, ich darf da nicht existieren. Und am Schluss, also hat sie das nicht leben können. Das ist ähnlich wie bei Tristan, das sind ja fast zur selben Zeit entstanden, auch die Werke, also nicht leben können als Vorahnung des physischen Todes. So, und jetzt mal ganz im Ernst. Ich meine, hat das was mit dem realen Sterben noch zu tun oder ist das nicht eine totale romantische Überhöhung? Ich sage ja immer, also wenn wir es jetzt mal von der Soziologie her sehen, das Sterben ist das Ausgliedern aus der Gesellschaft und das gibt es natürlich zu mehreren Zeitpunkten. Also wenn Leute krank werden, wenn Leute nicht mehr arbeiten können oder wenn sie, um jetzt mal in der Denke des 19. Jahrhunderts zu bleiben, etwas einen unschicklichen Lebensentwurf haben oder da eine Änderung des Lebensplanes eintritt, sie ganz was anderes machen. Das sind, denke ich, eigentlich so diese vorweggenommene Sterben. Also das Sterben ist ja sehr vielfältig und das ist auch auf der Opernbühne so. Ich meine, wenn man mal eine Statistik aufmachen würde, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das Thema des gewaltsamen Todes eigentlich überwiegt. Also denk jetzt gerade an Othello. Na, bei Verdi auf jeden Fall, ja. Bei Verdi auch, bei Wagner auch natürlich. Ja, also im Ring, da stirbt niemand eines natürlichen Todes. Ja, stimmt. Gut, die Götter sterben dann kollektiv, weiß man nicht, wie das ist, aber ansonsten werden alle erstochen. Also das zeigt diese Ambivalenz. Sie sagen, Sterben ist eigentlich so eine Art Ausgliedern aus der Gesellschaft. Ich glaube, da knüpfen Sie auch so an Foucault und sowas an. Ist das dann etwas, was die Oper vielleicht doch kann, was wir im normalen Leben oft nicht können, nämlich den Tod zu thematisieren? Also dieses große Tabu, das wir auf den Friedhöfen vor der Stadt begraben eigentlich und mit dem wir in den Hospizen sozusagen das wegschieben, mit dem wir im Alltag eher nicht umgehen können. Da gehen wir aber abends und bezahlen 120 Euro, um uns irgendwie eine Mimi beim Sterben anzugucken. Ist ja absurd, ne? Ja, schon. Es ist natürlich, also so diese
Ambivalenz. Also da stirbt dann jemand und dann nachher gibt es Sekt und so. Aber es ist fassbar und wenn man will, ist man eingeladen, auch über diesen Aspekt zu reden, aber man muss nicht. Und das finde ich eigentlich ganz gut an. Also ich lasse mich schon erschüttern und es ist dann überraschend, also zum Beispiel im Parsival, wo mich als Palliativ Mensch, zum Beispiel dieser Amfortas wahnsinnig nervt, der Der sich nicht Leidende. heilen Sie lässt, würden ihn der schon kein längst Schmerzmittel sedieren, kriegt. ja. Und da denke ich mir immer, guter Bursche, jetzt stirb doch mal endlich. Ja. Ja. Und also Christian Gerhard in Ja. verbluteter Unterwäsche auf der Ja. Bühne, sagen wir mal, dieses Thema eines irren Lebens darstellt, was ja eigentlich der Tod ist. Also Ja. das heißt, wer ist denn der Narr in dem Stück? Das ist Ja. der Amfortas, nicht der Parsival. Da sind wir ja auch schon im Bereich des Todes und sehr eindrücklich. Ja. Aber das habe ich zum Beispiel auch erst so vielleicht nach der 10. Aufführung kapiert. Ja, aber das Thema des Leidens natürlich auch, ne? Ja, Das Leiden ist in dem Sinne ja. ja auch das Hinübergehen, ne? Also wie gehe ich eigentlich hinüber und mit diesem Leiden, ne? Und es geht ja auch ums Loslassen im Leiden, ne? Also Ja. es geht darum zu sagen, Dinge sind geregelt, der neue Held ist irgendwie da und jetzt kann ich endlich sagen, Ja, ich gehe. darum geht es auch. Also da sagen Sie jetzt gerade, ich denke da auch an eine Begleitung. Da ist ein schon sehr betagter Mann zu uns gekommen, der war schon über 90 und der hatte Prostatakarzinom mit Knochenmetastasen, also auch erhebliche Schmerzen. Und der sagt dann plötzlich, das war ganz klar, ich wäre schon früher zu euch gekommen, aber ich musste erst meinen geistig behinderten Sohn in der Einrichtung unterbringen, weil der bei mir gelebt hat. Und da sind wir genau in diesen Dimensionen. Das passt ja auch, dieses Bereit zu sein. bereit sein, aber auch Gehen zu Umstände können. vorfinden, die sozusagen schon so seinen Ewigkeitscharakter angenommen haben. Also das Verständnis für das Thema Leid, das nicht so leicht aufzulösen ist. Das kann Musik sicher sehr gut ausdrücken. Lassen Sie uns zum Schluss noch ganz kurz kommen, weil das fand ich auch interessant. Auf der einen Seite der Opernbegeisterte, auf der anderen Seite der medizinisch Erfahrene und dann haben wir eben schon gehört, aber auch der Student der Religion. Und wir haben das Wort Liturgie eben schon gehört. Ich meine, die Kirche kommt ja meist, wenn es dann vorbei ist, ja, also und macht die Musik zur Beerdigung. Also wie ist denn da Ihre Erfahrung? Ist da noch mal der Soundtrack des Lebens gefragt oder also wenn eigentlich alles zu spät ist, dann scheint ja Musik wieder eine große Rolle zu spielen, ne? Also Ja, im das Trost ist der Hinterbliebenen eigentlich oder ja, in das Erinnerung an den Gestorbenen oder die. genau, also das ist schon wichtig. Also ich finde so stumm und nix am Schluss, das finde ich ganz bizarr. Das habe ich einmal erlebt, also eine Trauerfeier, wo die halbe Stunde Stille war und der Tod, der da zu beklagen war, oder der Tote, der zu beklagen war, der ist beim Sex gestorben. Der hat ein bisschen zu viel Viagra eingenommen. Und man hat eine Trauerfeier gemacht, wo nicht einmal der Name erwähnt wurde. Dann haben wir gedacht, okay, das ist die pure Zumutung, die absolute Stille. Und dann gibt es natürlich auch das Programm, das die in den Trauerhallen haben, so It's time to say goodbye oder Knocking on Heaven's Door oder was auch immer. Wo ich sage, kann man machen, ich hätte gern was Substanzielleres und das ist Das ist eine so ein persönliche Frage, aber es ist Zeitvertreib, tatsächlich dann das auch ein Spiegel dessen, der da gelebt hat, ne? weiß ich nicht. Also es ist manchmal ein Spiegel der Angehörigen, denen Ja, nichts genau, anderes oder das. einfällt. Ja, das ist ja natürlich, das stimmt. Ja. Können wir sozusagen sagen, aus Ihrer Erfahrung würden Sie schon sagen, dass in dieser Zeit der Ausgliederung, des Übergangs, wie auch immer man das Ja, nennen will, ja. ist Musik ein durchaus hilfreicher Begleiter, Wegbegleiter fürs Transzendieren? Ja, also es ist auf jeden Fall ein Wegbegleiter und es ist auch gut, wenn zum Beispiel entweder die Pflegenden oder die Angehörigen auch mal was singen und ertönen und in welcher Form auch immer, aber dass diese Ambivalenz des Klangs auch da sein darf, weil das genau zu der Situation passt. Wir schaffen ja in Worten, die Ambivalenz zwischen Leben und Sterben auszudrücken, schaffen wir ja nicht. Und das ist das, was Oper kann, also was gute Opern können. Herr Rackberg, ich komme jetzt nicht drum herum, dass Sie uns wenigstens eins von diesen Musikstücken verraten. Also das ist, ich weiß jetzt ist, die Deutschnummer nicht mehr, es ist ein Lied von Schubert, Die Sterne. Weil da so dieses Thema der Transzendierung
zwei Menschen schauen an unterschiedlichen Standorten an den Himmel und sie sehen die Sterne und die Sterne blitzen und dann kommt das Wort, also so, das ist der im menschlichen Verein, also in der Vereinigung, schaut man an den Himmel und fühlt sich auch über eine große Entfernung verbunden. Mhm. Und das finde ich wunderbar. Und das ist ein Lied, das also bei der Hochzeitsfeier meines Mannes und mir gespielt wurde. Mhm. Ja, und es ist also, es ist so schlicht und es dauert 4 Minuten und es ist jetzt keine Welterklärung, so wie die Worte von Mahler. Herr Reichwald, vielen herzlichen Dank, dass wir gemerkt haben, dass man auch ein bisschen schmunzeln kann über dieses ganze Thema und vor allen Dingen, dass die Musik uns tatsächlich die Möglichkeit gibt, über Sachen zu reden, über die wir sonst sehr ungern reden. Ja. Genau. Also das ist sozusagen, das beflügelt unser Hirn und unsere Zunge und unser Herz und mehr geht nicht. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Brückemann. Hermann Reichwer aus München war das und ich sage nochmal danke für diese sehr intimen Einblicke in den Alltag und die Alltäglichkeit des Sterbens. Wir kehren noch einmal zurück zu Roberto Paternostro, dem Dirigenten, in seine Wiener Wohnung, wo es jetzt darum geht, welche Rolle die Musik beim Sterben spielt und wie er konkret auf seine Todesbegegnung zurückschaut. Bevor wir gleich nochmal zu Ihrem Parsifal kommen, würde mich nochmal interessieren, weil Sie eben schon gesagt haben, wenn ich dann nach dieser Erfahrung des eventuell Sterbenmüssens musiziere, merke ich, wie toll das eigentlich ist und mit wie viel verdammt blöden Kram ich mich vorher rumgeschlagen habe. Richtig. Wie krank ist denn eigentlich unser System? Also ich habe mir einmal gedacht in dieser Zeit, und das ist vielleicht eine Antwort, aber es gibt noch eine zum System eine Antwort, dass ich in einem Zustand war, wirklich zwischen Himmel und Erde, um das so zu beschreiben, dass wenn jetzt die Tür aufgeht und der tollste Agent kommt mit Verträgen für die nächsten 20 Jahre mit den besten Orchestern, dass mir das in dem Moment vollkommen egal war. Mhm. Also wäre das passiert, es wäre mir vollkommen wohl, weil es hilft nicht. Es hilft mir ja in dem Moment nicht. Und das war eine Erkenntnis, die ich mir nachher zu eigen gemacht habe und bis heute zu eigen gemacht habe, dass ich mir denke, ich habe so viel gemacht in meinem Leben und ich möchte eigentlich nur mehr das machen, was mir wirklich Freude macht. Und in diesem Beruf, und das wird dann jeder Kollege, wenn er ehrlich ist, bestätigen, zumindest am Anfang der ersten Jahre, sie können sich ja nicht aussuchen. Also heute möchte ich nur mehr das machen, wo ich wirklich Freude habe, wenn man am Anfang seines Berufes, und jetzt spreche ich von schönen Sachen, von Rigoletto und von Falstaff und von Sonnambula, aber man muss ja auch viel Mist machen, wenn man halt arbeiten will und das Ding, und da kommt ein Orchester und sagt, bist du bei uns, aber wir müssen das und das und das, und dann macht man halt das und das auch und hat keine Lust. Eigentlich, und ich heute, wissen Sie, dazu kommt man drauf, dazu ist zu kurz. Es kann ja morgen wieder irgendwie, gerade in dieser Situation, in der man als Kranker war, und mit der Erkrankung kann ja das morgen anders sein. Die Erfahrung habe ich, Herr Brüggemann. Und deshalb auf Ihre Frage, warum soll ich jetzt meine Zeit verdudeln mit etwas, wo ich nicht weiß, morgen kommt hoffentlich nicht, ich klopfe auf meinen Kopf, Holz, man sagt, wir haben wieder was gefunden. Also ich habe doch keine Lust, aber jetzt mache ich wirklich Parsifal und Bruckner und weiß, der Maler war jetzt oder war. Und so. Das macht Freude. Und ich muss nicht den Sachen mehr nachlaufen. Und ich habe auch keine Lust mehr, mich zu demütigen. Und jeder Künstler muss sich in gewisser Weise, und so groß kann er gar nicht sein. Ich meine, es kommt ein Punkt, so the point of, nicht? Ich meine, aber jeder muss irgendwo, ja, bitte, ja, danke, das soll nicht. In anderen Worten, Sie haben auch gelernt, dieses System zum Teil hinter sich zu lassen und nicht mehr mitzuspielen, wie man das machen muss sonst? Wissen Sie, ich weiß nicht, ob ich dieses System, ich schimpfe auf das System oder ich habe auf das System geschimpft, weil man natürlich in dieser Mühle drinnen ist und merkt, was erwartet wird und womit man scheitert und womit man realisiert und so weiter. Ich weiß nur nicht, ob es, vielleicht ist es heute besonders äußerlich geworden. Ich schaue mir die Neuveröffentlichungen an, ich wollte jetzt gerade sagen, der großen Plattenfirmen. Es gibt nur mehr eine, nicht? Also eine große. Naja, zwei vielleicht. Wenn ich mir die veröffentliche anschaue, frage ich mich, dass die Künstler das mitmachen.
Nicht? Aber ob die Klassikszene in Gefahr ist? Ja, wenn ich lese, wie Bayreuth jetzt doch in Schwierigkeiten kommt, finanziell meine ich, nicht künstlerisch. Und dass Frau Wagner natürlich da kämpft, dass sie da irgendwie Ja, der das. Rückhalt aus der Politik, ne? Das ist ja auch Ja, dann immer aber die gucken Frage. Sie doch Aber immer. gut, das sind andere Themen, Andere Themen, die gucken Sie müssen doch die wir. Politik an. Also, was versteht Frau Roth von Meistersingen? Ja, also schön. Ja. Ich wollte noch, weil auf Ihrem Terminkalender wahrscheinlich mit großem lila Stift steht dann der Parsifal. Und Ja. weil wir jetzt über diese Erfahrung des Sterbens, des Todes, der Körperlichkeit, der Endlichkeit geredet haben, wenn Sie dieses Werk jetzt angehen, und Sie haben schon gesagt, Sie fahren nochmal nach Palermo, Sie fahren Ja. nochmal dahin an den Ort der Entstehung, was sind für Sie da die Kernaussagen in einer Oper, in der es um Leiden, Erlösung, Erlösung dem Erlöser geht, um Schuld und Sühne? Das Leiden des Amphorters ist ja doch ein selbstgemachtes, nicht? In gewisser Weise. Und er überwindet das wie auch immer. Und ich weiß nicht, ob Leiden, und ich meine, der Tod ist im Parsifal schon sehr nahe, vor allem in den großen Natürlich. Amphortas-Ausbrüchen im ersten Akt und dann im dritten Akt am Schluss, also da kurz bevor der Parsifal kommt. Das ist schon sehr, aber es hat, jetzt verzeihen Sie mir das, es hat auch ein bisschen was Theatralisches in gewisser Ja, da sind wir Weise. wieder da, ne? Bei der Ja, aber das hat der Wagner Unglaubwürdigkeit ja des. gewusst. Ja. Naja, so halb. Er hat es ja gewusst. Es ist ja ein Festspiel, ein Bühnenweihe-Festspiel. Ich meine, klar ist das geschrieben, um es darzubieten. Und das Erlösung dem Erlöser am Schluss, das hat schon was Tolles. Ich meine, das ist schon, ich freue mich drauf. Wir sind jetzt gerade dabei in Grafenegg, der wunderbaren Konzertsaal, wie wir den Staatsopernchor, der Chor der Wiener Ja. Staatsoper, verteilen, diese Stimmen von oben und wie viel, ob wir noch, also sicher brauchen wir noch einen Kapellmeister und so. Eine Taube brauchen Sie noch. Eine Taube, berühmte Ja, Knappertsbusch-Taube, nicht? Ja, die da Wieland Wagner ihm hingehängt genau. hat, Ja, nur dass er sehen keiner im konnte. Publikum kann Nur sehen, er. genau. Ja. Aber ich bin auch froh, dass der Klaus Florian Vogt das singen wird. Freue mich sehr auf die Arbeit, weil er mir vor einiger Zeit gesagt hat, dass ich sein erster Ja, das ist Klavierlehrer war. interessant, Also ja. er war sehr jung, ich war jung, er war sehr jung, ich war jung, er ist ja jünger als ich. Und dann sage ich, das ist super, das wusste ich gar nicht. Also ich konnte mich schon erinnern in Hamburg, als ich bei Dohnányi war und Ligeti. Und da hatte ich natürlich Geld gebraucht, bin jung und mache alles und habe auch Okay. Klavierstunden gegeben und da war der Klaus Florian. Aber das hat schon einen transzendenten Moment. Der Schluss, wenn das verschwebt, aber ich werde das Gefühl nicht los und jetzt werden mich, und ich bin zutiefst Wagner-Dings, aber jetzt werden mich natürlich alle, ich bin auch Ehrenmitglied des ältesten Wagner-Verbandes der Welt, nämlich des Wiener Richard-Wagner-Verbandes geworden, wurscht, vor 2 Jahren, glaube ich. Die werden mich jetzt alle steinigen, aber es hat schon was Theatralisches aus. Es ist schon auch theatralisch konstruktiv spekuliert. In Wagners Himmel wird ja auch nicht geliebt, glaube ich. Also geliebt vielleicht im Sinne von Liebe, aber nicht Liebe machen. Naja, Ja, also kalt, der ist sehr ein kalter entkörperlicht, ja. Himmel, Also ein kalter Himmel. genau, der Sex passiert im zweiten Akt, ja. Also bei Tristan oder so. Aber dann ist auch schon Schluss, ja. Der ist weltlich, der Haben ist. Sie nicht die Assoziation, vielleicht ist das beeinflusst durch die Bilderwelt, die wir seit Kind auf kennen, dass der Himmel weiß und kalt ist, in gewisser Weise, Ja, und auch vielleicht die in der Hölle rot und Musik. warm, ja. Und die Hölle rot und warm, ja, das sind schon Bilder, die uns eingeprägt Ich worden wollte gerade sind sagen, seit das der, sind wahrscheinlich das auch ist schon einfach klar. tradierte Bilder, ja. Naja, schon, aber auch in der Musik. Ich meine, der Schluss des Parsifal, wenn das da weiß der Kuckuck, wo das dann hinschwebt und dann Ja. übereinander kommt und dann noch die Harfen und die Chöre, die sich staffeln und Ja. so, das hat schon etwas so, etwas eigentlich, also besonders warm wird einem nicht dabei. Wie geht es denn Ihnen, wenn Sie jetzt damit konfrontiert sind und waren? Haben Sie ein anderes Verhältnis zum Tod und zum Sterben, als Sie das vor der Diagnose hatten? Mehr Angst, weniger Angst? Eigentlich weniger Angst, weil ich sehr nahe dran war und weil ich in der Intensivstation, also das ist unvorstellbar, wie ich da gelegen bin, ich glaube, vor lauter Schläuchen und alles hat man mich nicht mehr gesehen.
Und ich hatte da eine Krise und da war ich schon sehr nah. Und ich kann mich noch erinnern, ich war da sehr gelassen. Und ich weiß noch, am Tag vor dieser schweren Operation, und ich hatte, soweit man das sagen kann, ein sehr schönes Zimmer, ganz oben im Allgemeinen Krankenhaus in Wien, das ja so Riesentürme hat. Und ich war im allerletzten Stock und also konnte... Eigentlich schon im Himmel. Ja. Eigentlich schon im Himmel. Und ich konnte... Was ja ein schönes Zimmer ist, ja ein Euphemismus, aber ich konnte die gesamte Kette des Wienerwaldes sehen und die Stadt unter mir. Und es war Oktober und es waren so Lichter und es war so halbdunkel und es war ein schönes Wetter, die Sonne ist untergegangen. Und ich sage Ihnen, der Professor Schoppmann, der beste Chirurg, also Krebschirurg, den es hier gibt, hat mir noch am Tag vorher gesagt, machen Sie, oder 2 Tage vorher, machen Sie so, alles, dass sie damit rechnen, dass sie nicht wiederkommen. Das heißt, allen sagen, wo liegt das, wo ist das, wo ist der Schlüssel zum Auto und so, also so Banalitäten. Das habe ich alles brav gemacht. Wissen Sie, vollkommen emotionslos habe ich das gemacht. Ich habe geschrieben, Autoschlüssel liegt da und bitte, das ist da und ich habe ein Bankkonto dort und so. Vollkommen emotionslos. Und als er mir gesagt hat, also ich sage Ihnen offen, Sie müssen damit rechnen, dass das anders ausgeht, als wir hoffen, stand ich an dem Fenster und habe über Wien geblickt und den Wienerwald. Ich bin ja hier geboren und aufgewachsen und habe so ein Selbstgespräch geführt und habe gesagt, mein Gott, ist das schön. Ich habe euch, die Stadt, viele Jahre gesehen. Und vielleicht ist es jetzt das letzte Mal, dass ich das sehe, aber eigentlich war es ganz schön. Das klingt jetzt wahnsinnig kitschig, aber es war so. Und ich hatte keine Angst. Ich habe mich dann schlafen gelegt, Schlafmittel, in der Früh wurde ich abgeholt. Ich stand dort nicht und habe gesagt, oh, ich habe Angst und wie wird das werden? Ich war vollkommen gelassen. Erstaunlicherweise, ich dachte das nicht, dass ich das denen. Ich dachte, die müssen mich dort Paniktabletten geben. Ich war vollkommen gelassen. Das ist vielleicht so eine Erfahrung, die man einmal im Leben hat und die man dann mitnimmt, nicht? Man denkt auch viel an die anderen eigentlich, nicht? Ich habe ja noch, wie gesagt, eine alte Mutter und Kinder und viele Freunde und Freundinnen. Man denkt an die eher als an sich. Wir wissen sie, weil Sie vorher gesagt haben, das Ende, wir wissen nicht, wenn ich weg bin, bin ich weg. Lieber Gott, was, pff, nicht? Aber die anderen, das täte mir leid. Jetzt haben wir einen großen Bogen geschlagen. Vielen Dank für Ihre Offenheit. Danke. Dankeschön. Für das Gespräch. Roberto Paternostro. Tja, was soll man jetzt noch sagen? Ich glaube, wir haben genügend Gedanken aufgewirbelt, die ihr euch jetzt selbst machen könnt. Wir haben euch hoffentlich inspiriert, nachzudenken über nicht weniger als den Sinn des Lebens und den Sinn der Musik. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif. Nächste Woche geht es weiter mit einer Ausgabe des Updates mit Dorothea Gregor und mir. Wir werden wieder über die aktuelle Klassikwoche plaudern. An dieser Stelle noch einmal vielen herzlichen Dank allen Beteiligten an dieser Sendung und wie gesagt, wir hören uns nächste Woche. Euer Axel Brüggemann.